Hallo und herzlich willkommen bei tasteup.de. Mein Name ist Christian und ich freue mich ganz besonders, heute Udo Schäfer bei uns begrüßen zu dürfen mit dem Urgestein der deutschen Whisky-Landschaft, mit dem wir heute eine besondere Verkostung machen werden. Wir befinden uns in seiner Privatresidenz in Mühlhausen im Thele auf der schönen Schwäbischen Alb und werden heute einen Eiler verkosten, einen Buchladdich, den es so nicht besonders häufig gibt. Es sind nur 582 Flaschen abgefüllt worden und wir sind ganz gespannt, was unser Experte dazu zu sagen hat. Udo, herzlich willkommen erstmal. Danke. Und wir fangen auch sofort an und gehen in Medias Res und gucken uns das mal genauer an. Ich würde sagen, die Farbe bernsteinartig, honigartig. Honigartig. Ne? Honigartig. Ja, bin ich ganz bei dir. Dann lass uns den mal diesem schönen Tastingglas einmal über den Tisch rollen, damit sich die Aromen auch voll entfalten können. Wunderbar. Angenehme, smooth, Süße macht sich breit. Banane. Sehr untypisch für einen Eiler. Diese fruchtige Note. Für einen Eiler fehlt eigentlich das Rauchige. Ja. Ja, ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Bonner Hain. Der ja auch nicht, ist ein Eiler, aber überhaupt nicht so ganz ohne diese Eiler-Attitüde, ja, die wir kennen, ja, ist torfige. Ja. Ja. Also sehr komplex, gefällt mir sehr gut. Es kommt auch ein bisschen der Alkohol raus, bei 55%. Fassstärke. Fassstärke, ne? Ist ja nun ein Single, das heißt also ein Einzelfass, ein Sherryfass. Also ich bin begeistert. Ja. Manzanilla Sherry, das sei noch nachgereicht, ja, an dieser Stelle. Ja, dann lass uns den auch mal probieren. Zanzibar. Traumhaft. Traumhaft. Kräftig. Die Fassstärke ist angenehm zu spüren. Aber ein leichter Ton von Rauch. Leichter. Sehr angenehmer Hauch von Rauch. Ja, ja. Nicht typisch für, Entschuldigung, nicht typisch für einen Eiler. Und man merkt eine gewisse Süße vom Sherry her. Ja, und er bringt trotzdem eine gewisse Astringenz mit, was mir sehr gut gefällt. Also wenn ich den benoten dürfte, von 1 bis 6, würde ich ihm schon eine 2 geben. Ja. Jetzt schon? Bitte? Jetzt schon? Ja. Ja. Okay. Weil wir machen eine Blindverkostung, wir haben den nicht gekannt. Ich trinke ihn auch heute zum ersten Mal. Mir geht das genauso. Ja, nein, ich bin auch entzückt. Ja, weil es gibt ja nur wenige Flaschen davon und ich muss kurz mal erzählen, wie ich da rangekommen bin. Wenn du das erzählst, fülle ich mal ein bisschen Wasser nach, damit wir die Wasservariante noch probieren können. Ja, natürlich. Im Vorjahr wurde ich 65 und meine Arbeitskollegen hatten gesagt, also was schenken wir dem Udo Schäfer? Einen Whisky. Und ich wusste nicht, was es hier war. Ich kriegte den, habe nachgeschaut, was es ist und bis zum heutigen Tag blieb die Flasche verschlossen, weil ihr heute kamt und dann haben wir jetzt eine Blindverkostung und ich bin begeistert von diesem. Also es ist ein ganz tolles Zeug, muss man wirklich sagen. Also, dann nehmen wir noch mal Näschen voll. Ich gucke vorher noch mal rein, das machen wir traditionell, auch mit einem Tropfen Wasser drin verändert sich die Farbe nicht. Wir sind wieder mal sehr überrascht. Ja. Honig, Gelb, Bernstein. Bernsteinfarben. Gelungen. Oh. Im Geruch verändert. Ja, floraler. Es kommen jetzt andere Nuancen. Das Fass kommt stärker raus. Die Sherry-Note wird deutlich unterstrichen nochmal mit ein paar Tropfen Wasser. Und ich meine auch noch eine andere Frucht. Könnte es vielleicht so Stachelbeer. So leicht säuerlich, ne? Ja. Ja, geht mir auch so. Ich will den probieren. Dann nochmal Slenschbar. Slenschbar. Ganz anders. Da kommt eine gewisse Süße noch stärker raus. Ein schöner langer Abgang.
Also wirklich sehr angenehm. Ja. Platzt warm im Magen auf. Also ich würde sagen, er verführt zum weiter mehr Trinken. Ja, das werden wir machen, wenn wir gleich fertig sind. Ja. Ich sage an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, ja, lieber gerne. Udo. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Verkostung mit tasteup.de. Ich sage Tschüss an dieser Stelle und wünsche noch viel Spaß.